So, hallo, liebe Freunde von allen sozialen Netzwerken. Hier ist wieder eure Julia, die spirituelle Anarchistin. Und ich bin heute richtig fix und fertig und richtig kaputt. Und wenn ihr wissen wollt, warum das der Fall ist, dann bleibt unbedingt dran und schaut euch dieses Video zu anderen. Jo. Aber fangen wir erstmal noch mit was anderem an und dann steige ich auf das eigentliche Thema ein. Also, wie ihr wisst, mache ich mir große Sorgen um die Zukunft unseres Landes, auch um die Zukunft unserer Gesellschaft. Und dann habe ich jetzt auch ein Video gemacht, das letzte Video mit dem UN-Migrationspakt stoppen. Ja, wo ich auch sogar sagt, dass ich sogar jetzt sogar so weit bin, dass ich sogar die AfD und Pegida unterstütze. Ich habe nie gedacht, dass ich das mache. Vor einem Jahr hätte ich ja wahrscheinlich gegen diese Leute demonstriert, jetzt sogar für. Ja, würde ich machen mit einer Israel-Fahne, man kann die mir gut vorstellen. Ich habe ja gesagt, es muss viel passieren, aber genau das viel ist passiert. Das habe ich auch in dem anderen Video gesagt. Und ja, wenn man das mal so anschaut, ihr habt ja noch ein paar Punkte vergessen. Ja, zum Beispiel, was mich so schockiert hat mit diesen ganzen Libanesen und Araber-Clans, wo da die ganze Großfamilie, also 20, 30 Leute auf Polizisten losgehen und die Polizei wird denen gar nicht mehr fertig. Also, die Polizei wird bespuckt, geschlagen, als Hurensöhne bezeichnet und so weiter. Und das sieht man immer wieder, und es gibt da immer wieder so Videos, wo da im Internet kursieren. Also, man kann es sehen, es ist echt die Wahrheit. Und es wurde ja schon bei Hart aber Fair, wurde das auch schon diskutiert: das Problem dieser Araber-Clans, dieser Libanesen-Clans, die sich immer mehr breit machen und sogar andere Mafia-Gruppen, ja, wie italienische Mafia, russische Mafia und so weiter, vom Markt verdrängen will, die so brutal sind und so lebensverachtend oder soll man sagen, todesverachtend. Andere umbringen und dabei sich selber ja auf ihr Leben scheißen und ja, das ist schon eine Riesengefahr. Und auch der Islam, wie er sich ausdehnt, auch die ganzen Erdogan-Anhänger, die unbelehrbar sind und man kann auch mit denen gar nicht diskutieren, zum Beispiel. Mit so Erdogan-Anhängern kannst du nicht diskutieren. Wenn du was gegen Erdogan sagst, bist du sofort der Hurensohn, der Bastard, der Wichser, ja, du bist sofort Rassist und Nazi. Ich war schon mal in der deutsch-türkischen Freundschaft, ist auch schon gute 2 Jahre her. Ich bin raustreten, also weil da immer nur Werbung gemacht worden ist für Erdogan. Und es war dann von der türkischen Seite so, dass nur wenn man voll und ganz alles akzeptiert, ja, Erdogan etc. und Islam und so weiter, nur dann ist man Freund der Türken. Und wenn man irgendwas kritisiert, ist man kein Freund der Türken mehr. Und ich habe da gesagt, okay, dann könnt ihr mich am Arsch lecken, ja. Weil ihr seid mir einfach zu primitiv. Das muss ich ehrlich mal sagen. Also irgendwo fehlt es da an Bildung. Nicht bei allen, natürlich nicht, aber im Allgemeinen. Also ich würde mal sagen, bei den meisten von den ganzen Erdogan-Anhängern sage ich mal IQ unter 90. Primitiv, aggressiv, beleidigend und sonst nichts. Ja, und da sage ich einfach, die sollten wirklich wieder nach Hause gehen. Das sind keine Freunde unserer Gesellschaft. Jetzt muss ich bloß noch einen Schluck machen. Ja. Trotz dieser Sinneswandel, sage ich auch ganz klar, bin ich geht weiterhin gegen jede Form von Antisemitismus, Nationalsozialismus, NS-Ideologien. Ja, da hat auch jemand kommentiert, bei meinem letzten Video, also zum Beispiel. Ja, da hat jemand mal gefragt, warum ich Anarchistin heißt Coacherin. Da habe ich halt erklärt, dass ich also ja, transsexuell bin und so. Und da meint ein gewisser Wotan, dass ich bin NS, entsprechend auch Traditionalist, ich halte davon nicht viel. Ja. Dann habe ich halt geschrieben, ja gut, dass es bei den Germanen ja eigentlich auch normal Homosexualität gab. Hat er ja verneint. Ja, ich muss jetzt ja nicht ganz die ganze Sache vorlesen. Ich habe dann aber noch geschrieben, wenn er NS ist, NS heißt ja wahrscheinlich Nationalsozialist, dann habe ich halt geschrieben, ist deine Sache, ich bin nicht NS und auch die AfD will mit so etwas nichts zu tun haben. Das geht in die falsche Richtung, habe ich geschrieben. Ja.
Dann hat er geschrieben, die ultrazionistische AfD unterstütze ich absolut nicht. Und die Germanen bezeichneten Homosexuelle als Schädlinge und dann drängten diese im Opfermoor. Die Germanen waren nicht tolerant, weltoffen, demokratisch oder sonst was, wie sie heute von linken Heiden propagiert wird. Also das ist so faktenleer. Jeder Lehrer, jeder Geschichtslehrer erzählt da was anderes, aber gut, okay. Ja, dann habe ich halt gesagt, okay, tja, dann Zitat, die ultrazionistische AfD unterstütze ich absolut nicht, habe ich zitiert. Tja, dann bist du hier auf dem falschen Kanal und Antisemiten und Neonazis unterstützen wir nicht, denn die sind auch auf dem geistigen Stand von Islamisten. Wir sind ganz normale Patrioten im Rahmen der westlichen Wertegemeinschaft. Ja, ist so. Also, ich sehe einfach mir als Verteidigerin der westlichen Kultur, dieses Freiheit, dieses Gleichberechtigung von Mann und Frau, dieses Homosexuelle, dass sie heiraten dürfen, Gewaltenteilung und so weiter. Wir haben so viele gute, positive Dinge. Bei uns waren nicht einfach Leute irgendwie wegsperrt oder so, bloß weil sie eine andere Meinung haben. Und das ist ja auch was, bei uns kann man Freiheit leben, bei uns gibt es viele Möglichkeiten, auch wenn nicht alles perfekt ist. Und das haben wir auch dem Westen zu verdanken, also USA etc., die Befreier, ja, die uns vom Nationalsozialismus befreit haben. Und um diese Gesellschaft geht es mir, ja. Ja, der hat dann auch noch geschrieben, dich brauchen wir ebenso wenig nicht im Land, genauso wie die Neonazis, schreibt er dann plötzlich, die Neonazis ziehen den NS in den Dreck, Deutschland erwache. Du bist ein Neonazi, lieber Wotan, wenn du so einen Scheiß hier laberst. NS heißt Nationalsozialist und Neonazis gelten als Anhänger des Nationalsozialismus. Neue Nationalsozialisten. Dann bist du anscheinend ein Altnazi oder was? Oder wie? Ach, Vollidiot. Ja, muss ich mal wirklich so sagen. Ist mir jetzt ja egal. Jetzt habe ich halt mal beleidigt, aber mei. Es ist ja so, dass der Nationalsozialismus Deutschland kaputt gemacht hat. Dass der eigentlich schuld war, dass wir jetzt in der Lage sind, wo wir jetzt sind, dass wir jetzt das Asylrecht haben, dass wir, dass es einfach auch Schwierigkeiten jetzt gibt, eben mit der Zuwanderung ja, und so weiter, dass es so solche Auflagen gibt, dass wir nicht mehr die Souveränität haben. Das haben wir aber auch diesen Nationalsozialisten zu verdanken, die Deutschland in Schutt und Asche gelegt haben, ja. Und deswegen sind die Nationalsozialisten einfach die größten Feinde Deutschlands, die es gibt, ja, muss man wirklich sagen. Und die Islamisten, kann man so sagen. Beide in den Sarg rein und draufgeschlagen oder was halt irgendwie aus dem Land deportieren, wäre, glaube ich, das Beste, weil die sind beide auf dem gleichen geistigen Niveau. Ich bin pro USA, das habe ich schon mal gesagt, und pro Israel. Und ich würde auch mit, zum Beispiel mit der Großmacht Russland niemals verschatzen. Weil gegen die haben wir keine Chance, ja. Also wenn sich Deutschland nun mal irgendwie anlegen würde, jetzt stellt euch mal vor, mit dem Trump, der drückt auf den Knopf, Atombombe, fertig, Deutschland ist weg, ja. Und zwar, aber das ist halt sowas, was so ein Vollidiot nicht kapiert, dass der Nationalsozialismus nicht funktioniert. Genauso wenig wie der Kommunismus, genauso wenig wie der Islam, beziehungsweise funktioniert, aber unter grausamer Unterdrückung und mit grausamen Folgen für das Leben der Menschen und deswegen klare Distanz, da das bleibt dabei, also mit Neonazis, Nationalsozialisten etc., Antisemiten will ich nichts und niemals zu tun haben. Die sind genau die Leute, die die ganze Sache in den Dreck ziehen und dabei bleibt es bei mir. Also da ganz klare Distanz. Also da muss ich sagen zu solchen Leuten gleich, verpisst euch von meinem Kanal. Okay, dann kommen wir jetzt mal zum Thema. Also warum bin ich heute so fertig? Ich habe heute ein Probetraining gemacht, Krav Maga, und mein Fazit möchte ich jetzt mal sagen, alle Daumen nach oben, Krav Maga ist wirklich eine super Methode der Selbstverteidigung, realistischer Straßenkampf wird simuliert, kompetent, intelligente Techniken, intelligente, kompetente Lehrer, gute Leute, muss ich sagen, auch da, wo ich jetzt das Probetraining gemacht habe. Deswegen bin ich aus der Puste, weil ich bin jetzt mit dem Fahrrad gekommen, habe jetzt nur meine Trainingsklamotten zum Trocknen rausgelegt. Ich war jetzt auch gar nicht, also wie gesagt, ich gehe jetzt noch duschen und deswegen habe ich gesagt, ich mache jetzt da, hau jetzt da noch ein Video raus. Also um das einfach mal richtig zu loben, wo ich sage, echt super, Krav Maga, eine gute Methode, gute Selbstverteidigung und vor allem gefällt mir die Philosophie von Krav Maga. Die Philosophie einfach einmal Schritte zu unternehmen, dass es gar nicht zu Gewalt kommt.
durch Auftreten, durch die Umgebung betrachten etc. Der zweite Punkt ist auch, dass es darum geht, Gewalt zu beenden. Also das heißt, wenn es schon zu Gewalt kommt, dass man schnelle Techniken anwendet und dann die Flucht ergreift und nicht weiter mit dem Gegner kämpft. Das finde ich eine sehr gute Philosophie, also auch vom Spirituellen. Das ist ja auch die Philosophie der Shaolin-Mönche, die sagen, unser Kampf ist ein Kampf gegen Gewalt. Also Gewalt ist eigentlich nichts Gutes, sondern was bekämpft, was also durch Techniken so schnell wie möglich beendet werden muss, wenn schon mal Gewalt da ist. Und ansonsten guckt man, dass es gerade zu Gewalt kommt. Finde ich also super Philosophie. Deswegen kann ich es auch jedem nur empfehlen. Und vor allem die Frauen, muss ich sagen, jede Frau sollte Kampfsport Selbstverteidigung machen. Nicht nur, um sich selber zu verteidigen, sondern auch, dass man auch zum Beispiel andere Frauen hilft, die in Not sind. Ja? Da gibt es immer Videos, wo, da haben wir auch Videos gesehen von zwei anscheinenden Flüchtlingen oder halt, ja, Leute mit Migrationshintergrund, so halt so typische Gangster-Hip-Hop-Idioten da, die auf eine Frau losgeschlagen haben und niemand hilft, ja, wie kann das sein? Also, und da könnt ihr halt mal halt mit Kampfsport dann helfen, ja, dass jemand anders auch geschützt wird und so weiter. Und deswegen finde ich das echt super. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, ja, bei uns gibt es kein Krav Maga, ja, dann lernt halt Wing Chun oder Kickboxen oder auch Boxen kann hilfreich sein. Oder es gibt ja heute sogar schon sowas wie MMA oder Judo oder Allkampf. Also es wird ja irgendwo eine Selbstverteidigungsschule geben, auch in den kleineren Orten. Und wenn ihr das Geld nicht dazu habt, dann macht doch Folgendes. Dann macht doch einfach mal ein Probetraining. Das, was ich jetzt heute gemacht habe. Deswegen die Auflösung, warum ich jetzt heute so fertig und kaputt bin. Ich habe halt trainiert, muss ich sagen. Es ging ja wirklich schon auf die Ausdauer. Aber echt super, muss ich echt sagen. War echt okay. Also da braucht man jetzt nicht Angst haben, dass man da gleich voll hart dran nimmt am Anfang. Also so ist es nicht. Man weiß ja, man sieht ja, da ist immer nur Anfänger. Und ja, wenn mal ein Treffer landet, dann kommt man gleich, ja, alles okay, Entschuldigung und so. Und ja, also das ist also voll, da braucht man überhaupt gar keine Angst haben oder so. Das ist völlig okay, ja. Und ja, ein bisschen realistisch simuliert wird es schon, aber das ist alles halb so wild. Das ist alles mit Spaß, mit Freude geht man da ran und trainiert und lernt. Und wie gesagt, auf und im Hintergrund, dass es mit unserem Land so schlimm aussieht, würde ich es auf jeden Fall empfehlen, also jedem zu machen, gerade die Frauen. Kommentiert mal, was haltet ihr davon? Kampfsportpflicht bzw. Kampfsport in allen Schulen für Frauen. Dass also in jeder Schule, also bei uns war es ja so, dass Frauen und Männer getrennt waren in dem Frauensportunterricht, dass dann immer grundsätzlich Selbstverteidigung mit zum Programm gehört. Wäre ich voll dafür. Und bei den Jungs kann man ja so Freiwilligenkurse anbieten in die Schulen. In allen Schulen, also ich rede von allen Schulen, Realschule, Hauptschule, Grundschule, Berufsschule, überall, wo es da, an allen Schulen, wo es Sportunterricht gibt, also dass bei immer da, wo es Sportunterricht in den Schulen gibt, dass bei Frauen grundsätzlich Selbstverteidigung mit dabei ist, ja. Und das Autos bei Krav Maga, was ich noch sagen wollte, ist auch so, dass also auch gerade das, vielleicht manche der Frauen denken, ja, aber wenn ihr mal so riesengroß und stark ist, habt ihr keine Chance. Nee, auch das wird ja trainiert. Also da gibt es auch viele Tricks und Techniken, was man tun kann, wenn jemand körperlich überlegen ist. Also gibt es so super Techniken und ja. Also wie gesagt, Krav Maga war super, muss ich sagen, alles top, also alle Daumen nach oben, kann ich nur empfehlen und wie gesagt, es ist ja halt einfach schwierig, auch mit der Flüchtlingskrise und so, es wird ja immer krimineller, es wird ja immer schwieriger, es ist gefährlicher in den Straßen, Bahnhöfen und so weiter und da ist einfach gut, wenn man was hat, ja. Kampfsport vielleicht plus noch, dass man Hundeabwehrspray dabei hat, zusätzlich noch als zusätzlicher Schutz. Und dass man halt immer die Umgebung beobachtet, dass man sein Handy griffbereit hat, falls man die Polizei rufen muss. Muss man leider so sagen, ist heutzutage schon wichtige Sicherheitsmaßnahmen, also wo man wirklich treffen muss, ja. Weil mit unserem Land, ich glaube, das geht immer der Bach runter. Ich habe ja auch schon mal gesagt, es kommt zum Bürgerkrieg. Es ist jetzt keine Panikmache, sondern es liegt was in der Luft. Also man spürt es auch so. Ich habe das einfach so Gefühl, dass es irgendwann knallt in Deutschland. Irgendwann macht es einen bösen Schepper. Ich vermute, es kommt
irgendwann, ja, dauert nicht mehr lang. Ja, also man sieht ja, man hat eh schon Probleme mit Flüchtlingen, da waren da wieder einen abgestochen und da wieder Frau vergewaltigt und trotzdem druckt man den Menschen auch noch sowas wie den UN-Migrationspakt auch noch aufs Auge, das auch wirklich, ja, der Dampfkessel irgendwann mal explodiert. Das ist verrückt. Als ich in den 90er Jahren, ich weiß ja mal, ich war ja auch mal schon mal in der Neonazi-Szene, in den 90er Jahren war es ja so, da war ja die große Welle. Also da war ja Rostock, Lichtenhagen, Hoyerswerda, Mölln, Solingen, das ist ja eskaliert. Und als man dann 1993 das Asylrecht verschärft hat, dann ging die rechte Welle wieder runter, die Neonazi-Welle, die rechte Gewalt. Die schwappte wirklich ab. Das war definitiv, das war dann auch die Zeit, wo ich ausgestiegen bin. Definitiv war es weniger. Und jetzt, wo die Merkel die Grenzen wieder aufgemacht hat, jetzt kocht die Suppe wieder hoch. Jetzt kam die Rechten wieder Zulauf, auch die Rechtsradikalen, die zwar das Problem erkannt haben, ja, auch der Islamisierung, aber das völlig falsch kanalisieren, wie ja jetzt dieser Kommentator, wo ich da gerade vorgelesen habe. Also gut, kurze Rede, kurzer Sinn, teilt das Video. Das war jetzt so mein Erfahrungsbericht. Und dann wünsche ich euch noch ein wunderschönes Wochenende und bis bald.